Zuhören können, ohne dass das Mikrofon und die Lautsprecher sie dann allzu sehr wegblasen werden. Das wird die Lautstärke sein. So, meine Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich hier vor dem Kanzleramt begrüßen. Den Amt, wo wir heute deutlich machen wollen, dass Atomkraftwerke endlich abgeschaltet werden müssen, und zwar weltweit. Wir wollen mit unserer Mahnwache heute zwei Dinge erreichen. Auf der einen Seite wollen wir natürlich die Betroffenheit, die wir alle fühlen, wenn wir die Bilder aus Japan sehen, auch deutlich machen. Wir wollen aber auch deutlich machen, dass wir unsere Betroffenheit nicht dahin lenken werden, dass wir nicht aktiv werden. Wir werden unsere Betroffenheit in Wut lenken und wir werden jeden Politiker und jeder Politikerin, die weiterhin Atomkraft betreiben will, sagen, die bundesdeutsche Anti-Atombewegung wird jeden Reaktor einzeln bekämpfen und dafür einstehen, dass die Reaktoren in diesem Lande und weltweit abgeschaltet werden. Freunde, bevor wir anfangen, sollten wir eine kurze Schweigeminute machen für die Menschen, die von dem Unheil und von der Katastrophe in Japan betroffen sind. Ich bitte um Augenblick um Ruhe. Der größte nicht angenommene Unfall ist eingetreten. Und wenn der Bundesumweltminister sagt, jetzt sei eine neue Seite der Historie aufgeschlagen, dann hat er scheinbar in den letzten 30 Jahren woanders gelebt. Hat er nicht begriffen, was in Harrisburg passiert ist, was in Tschernobyl passiert ist, was beinahe in Forsmark passiert wäre? Nein, es ist auch eine Situation, dass die, die die Verantwortung hatten, nicht gehandelt haben. Wieder besserer Einsicht. Wir sind es auch leid, wenn sich Herr Röttgen so hinstellt, als ob er die Verantwortung entdeckt hätte. Das ist ein wirklich miserables, unangepasstes und wirklich zum Kotzen, anders kann man es nicht sagen, Spiel. Abschalten! 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 Ja, ich kann eigentlich aufhören. Ne? Aber ich finde, man muss Frau Merkel und Herrn Röttgen auch sagen, was nicht geht, ist, dass man mit den Ängsten der Bevölkerung in Deutschland, den berechtigten Ängsten jetzt, taktische Spielchen spielt. Die Menschen wollen jetzt nicht eine neue Grundsatzdebatte, die hatten wir. Und wir hatten übrigens auch schon entschieden, wohin wir wollen. Wir hatten schon die Entscheidung raus aus der Atomenergie, rein in erneuerbare Energien. Und was wir jetzt wollen, ist zurück zu der Grundsatzentscheidung. Und das bedeutet zuallererst, die 7 ältesten Atomkraftwerke, die moderne Sicherheitstechnik nicht erfüllen können, die muss sie sofort und endgültig abschalten. Damit wollen wir anfangen. Und übrigens, man darf mal daran erinnern, dass es ohne die Anti-AKW-Bewegung heute in Deutschland auch ein Kernkraftwerk gäbe, das auf einer Erdbebenspalte steht. Denn auch in Deutschland ist ja mit Mülheim-Kärlich in Rheinland-Pfalz ein Atomkraftwerk mitten auf einer Erdbebenspalte gesetzt worden. Und nur der Widerstand der Anti-AKW-Bewegung und übrigens am Ende der Atomausstieg hat dann zum Abschalten geführt. Bis in die letzte Nacht hinein bei den Verhandlungen über den Ausstieg haben die Atomlobbyisten und auch CDU und andere versucht, dass dieses riskante Kraftwerk weiterläuft. Wir haben es der Bewegung gegen die Atomenergie zu verdanken, dass das in Deutschland nicht Wirklichkeit geworden ist. Warum wieder? Warum setzen Sie uns wieder diesem fatalen Risiko aus? Warum tun Atomkonzerne und Regierung weiter auf diese Risikotechnologie setzen? Wir wollen raus, wir wollen abschalten. Ich glaube, unsere Forderung, die muss ganz klar sein an diesem Tag. Die Forderung der Anti-Atom-Bewegung. Dieser Atomdeal muss weg. Jetzt muss ausgestiegen werden, und zwar sofort und endgültig. Wir sagen klar, wir wollen raus aus der Atomkraft. Lasst uns den Atomausstieg selbst in die Hand nehmen. Wir lassen uns nicht irritieren von solchen Vorschlägen, 3 Monate lang das Ganze schön stillzulegen, diesen Atomdeal.
und danach, nachdem die Landtagswahlen vorbei sind, wieder weitermachen wie bisher. Das lassen wir nicht zu! Wenn die Kanzlerin hinter uns im Kanzleramt über ein Moratorium spricht, dann muss man ganz deutlich sagen, das ist nichts anderes als ein billiger Wahlkampftrick. Sie will die Wochen der Wahl überbrücken, um dann hinterher weiterzumachen wie vorher, um dann wieder der Atomlobby zu dienen, um dann gemeinsam mit ihrem Minister, der sich Umweltminister nennt, der sich aber lieber Atomminister nennen sollte, die Interessen der Atomlobby zu vertreten. Das dürfen wir nicht zulassen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir dürfen auch nicht mehr das Wort von der Brückentechnologie akzeptieren. Denn wir haben ja gesehen, wohin diese Brücke führt. Es ist eine Brücke in den Abgrund, eine Brücke in das Grauen, eine Brücke in das Verderben. Solche Brücken brauchen wir nicht. Wir brauchen Brücken in die Zukunft und keine Brücken in den Abgrund, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Bundeskanzlerin sagt so gerne über ihre Politik, sie sei alternativlos. Und ich sage, es gibt keine Alternative zum Ausstieg aus der Atomenergie, und zwar durch Geld in Hilfe. Und wenn die Bundeskanzlerin redet, die Kernenergie, die Atomkraft sei eine Brückentechnologie, dann sage ich, gucken Sie doch ins Fernsehen. Sie können bewundern, wie diese Brücke eingestürzt ist, ein für alle Mal, meine Damen und Herren. Liebe Atomkraftgegner, liebe Atomkraftgegnerinnen, wir sind hier bei einer Mahnwache, weil wir trauern, weil wir unser Mitgefühl ausdrücken wollen mit den vielen, vielen Opfern, mit den Menschen in Japan. Sie sind Opfer geworden des größten Erdbebens, was es auf diesem Planeten gegeben hat. Sie sind Opfer geworden von einer Welle, von einem Tsunami, mit einer unvorstellbar zerstörerischen Kraft. Sie sind aber nicht nur Opfer geworden einer Naturkatastrophe, sondern auch einer atomaren Katastrophe. Der Albtraum geht weiter mit unabsehbaren Folgen. Und deswegen sind wir bestürzt, sind traurig und trauern um die Menschen und sind bei ihnen mit unseren Herzen, bei den Menschen in Japan. Heute haben wir eine atomare Katastrophe im Hightech-Land Japan. Wir haben eine atomare Katastrophe in einem Land, das sich wie kein anderes versucht hat, auch auf Naturkatastrophen vorzubereiten. Das macht doch überdeutlich, dass diese Risikotechnologie Atomenergie nicht beherrschbar ist, von niemandem beherrschbar ist. Wer etwas anderes behauptet, ist unverantwortlich. Es ist menschliche Hybris zu glauben, nur weil der Mensch ein Mensch ist, kann er diese tödliche Energie beherrschen. Er tut es nicht, und das Fanal, das sehen wir jetzt in Japan. Wir haben am letzten Wochenende, am Samstag, von Stuttgart nach Neckarwestheim eine große Menschenkette organisiert. 60.000 Menschen standen dort, und ein Spruch, den ganz viele immer wieder gebracht haben, war: Wir wollten niemals Recht behalten. Das Ganze war als eine große, fröhliche, lustige Protestaktion geplant. Und ganz viele Leute waren dann mit sehr gemischten Gefühlen und wussten nicht recht, wie mit dieser Aktionsform umgehen. Aber es war eben auch wichtig, dass sich ganz viele Menschen spontan dazugestellt haben, um zu zeigen, die einzig vernünftige Antwort auf das, was da in Japan jetzt an Risiko sichtbar geworden ist, ist abschalten. Und es freut mich natürlich wirklich sehr, wenn ich hier jetzt von den Rednern von SPD und von Grünen höre, dass sie die sofortige Abschaltung von 8 Atomkraftwerken fordern. Ich kann auch sagen, wir werden sie bei nächster Gelegenheit, wenn sie denn wieder in Regierungsverantwortung kommen sollten, daran erinnern.